Cheers! Mein Name ist Pynex und herzlich willkommen zurück zu Project Ascension, immer noch auf unserem Holy Build. Heute geht es erstmal primär darum, dass wir den noch ein bisschen verbessern und dazu würde ich ganz gerne ein Undead Companion mir besorgen und dann gucken wir mal, wo wir auch die restlichen Talentpunkte und so hinstecken. Schauen wir mal, wie gut wir unseren Charakter verbessern können. Als allererstes verwenden wir 4 Ability Essenzen und unsere letzten beiden Epic-Punkte in Dominate Undead. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wo wir im Endeffekt einen vernünftigen Untoten herkriegen. Also im Endeffekt muss ich mal einfach gucken. Ich glaube tatsächlich, so eine Banshee ist ziemlich strong. So, wo wollen wir landen? Einfach in Andorhal? Gibt es in Andorhal Banshees? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken einfach mal. Guck mal, hier haben wir Banshees. So, was hat die Dame denn? Banshee Curse? Taking Shadow Damage every 2 seconds, increase in power over time. Wars with Anguish inflict Shadow Damage to your enemy. Okay, und sie kann uns ein Schild geben. Du bist jetzt Level 60 sogar. Ja, dann greif mal an, zeig mal, wie viel Damage du machst. 400 mit einem Hit. Okay. Vielleicht ist sogar die Banshee gar nicht the way to go, sondern wir brauchen irgendeinen Melee-Pad. Es gibt doch so untote Trolle. Vielleicht schauen wir mal, ob wir so einen untoten Troll zähmen können in Tanaris, ist das, glaube ich. Gucken wir mal, was die so können. Ich war mir gar nicht so sicher. Ich bin jetzt in Sulfarak und hier in den Gräbern sollten untote Trolle rauskommen. Und wir gucken mal, ob wir die im Endeffekt dominaten können. Kann sein, dass es nicht geht, weil ich gerade einen aktiv habe. Was machen die denn hier an Damage, ey? Das ist ja gar nicht so schlecht. Gucken wir mal. Dominate. Aua, der tut mir... Wenn ich Pech habe, tötet er mich. Mein Gott, der hätte mich beinahe gekillt. Leck mir am Arsch. Strike an enemy inflicting 100% weapon damage. Und strikes an enemy dealing 100% weapon damage and wounding them. Increasing their physical damage taken by 18. Ah, das ist so ein Debuff, Dude. Macht auf jeden Fall ganz gut Damage. Und der Debuff, den er drauf macht, ist ja dann für alle, ne? Na gut, behalten wir den erstmal. Kann ich den benennen? Das wäre cool. Rename. Dann nenne ich den doch einfach mal Danny, wie immer. Dann gucken wir mal einfach, wie der dann in so einem Dungeon abschließt. Aber wir können jetzt auf jeden Fall hier bei dem Hunter im Beast Mastery Skill einmal Frenzy Skill. Wo ist Frenzy da? Gives your tamed pet, enslaved demon and dominated undead 33% chance to gain a 30% attack speed increase for 6 seconds. Das ballern wir rein. Dann gab es hier noch irgendwo das ist der Life Rack. Den brauchen wir nicht zwingend für PvE. You increase the critical strike chance of your tamed pet, enslaved demon and a dominated undead. Nochmal 3 Punkte. Und dann haben wir immer noch 5. Gucken wir mal. The damage erhöht. Machen wir die 5 noch da rein und dann hat unser Undead auch nochmal ein bisschen mehr Damage. Und dann haben wir immer noch Talente zu verteilen. Ne? Geht Bestial Wrath nur aufs Pet? Oder würde das jetzt auch auf mein Undead gehen? Weil dann würde ich vielleicht sogar das noch nehmen. Ne? Send your tamed pet. Naja, sonst hätte man, glaube ich, auch mehr gesehen, die damit spielen. Mit den restlichen Punkten müssen wir mal schauen. Mach mal Attacke da.
Ja gut, gucken wir einfach mal, wie das läuft. Dann können wir aber auf jeden Fall hier auch weg. Und dann gleich in Dungeons gehen, würde ich sagen. Ne, ich nehme jetzt noch Battle Shout mit rein. Dann nochmal ein bisschen mehr Damage. Wie viel AP gibt denn der? 139, ist okay. Na, ja, dann kommt uns gleich noch ein Res. Dann auch nicht so verkehrt. Let's roll. Und muss ich dann mein Undead beschwören, ey. Das mit dem Pet ist auf jeden Fall manchmal echt nervig. Ich weiß halt nicht, wie viel man hier holen muss eigentlich. Ja, mit dem Raum hier hast du ja Glück eigentlich. Naja. Das werden wir rausfinden müssen. Hm? Hätten wir, glaube ich, stehen lassen können. Aber Prozente sind Prozente. Ich weiß nur, dass man... Als wir das mal damals glaubten, dass man irgendwie hier rechts nochmal hochgelaufen ist, in anderen ins andere Abteil von dem Dungeon. Ne, wir sind hier in... Hier rechts sind wir dann hochgelaufen manchmal. Wir haben hier rechts noch zwei Mobs gepullt, aber nicht hochgelaufen. Also wir haben die Gruppen da noch gepullt, meine ich. Für die Prozente. Never mind, gucken wir mal. Ich hab kein Quickling Thunder, sehe ich. Ach no. Weil ich den Ring getauscht habe. Das ist ein Magic, das kann ich nicht wegmachen. Bin ich mit meinem Bild voll der Außenseite. Warum? Weil ich kaum Paladin-Idees im Moment noch sehe. Wenn ich mal so Dungeons laufe. Immer nur irgendwelche Arcane Boys und so. Okay, das heißt, man hätte eigentlich den Boss machen können und dann einfach runterhüpfen. Und dann hätte man die Gruppe jetzt gemacht. Tschüss, Danny. Später. Für mich steht, dass ich 100% Aggro habe, aber der castet auf allen anderen. Nur nicht auf mich. Kann sein, dass der
Random Agrop. So viel dazu. Das erste Mal den Mob getötet. Nein, nicht. Reicht das vielleicht doch? Nicht meine Aufgabe, ich bin nicht der Tank. Oh, 100%. Nice. Aber auf die letzten zwei Mobs. Eieieiei. +1. Jeez. Diamond North. Nice. Leider kein Trick gut machen. Oh, let's do 3. Können wir hier hinten rausrennen einfach, ne? Mhm. Nice. Ich glaube, du musst jetzt aber alle Bosse einfach machen. Mitte rennen, Puls in der Mitte, dann rennst du hoch, gehst einmal links rum. Ah, lauf direkt weiter. Dafür liebe ich Smoke, diese Smoke-Bomb. Die ist richtig gut. Theoretisch kann ich die sogar noch reinnehmen, eventuell dann. Ja, ich glaube deswegen, wenn man wirklich effektiv das spielen will, wenn dann noch zwei DDs das auch machen, dass man dann alle, jede Minute da so einen schönen Pull machen kann, auch von Range-Mobs. Also es macht schon Spaß auch M+, muss ich sagen. Also wenn man da jetzt dann auch langsam in Gefilde kommt, wo man dann auch struggelt. Sind wir einfach ehrlich, wenn die die normalen Mythics auch einfach anpassen, dass man da nicht einfach so reinschießt und nur auf Abschluss spielt, dann ist das auch alles kein Problem. Dann könnte man das da alleine schon machen. Dann sind die normalen Dungeons auch schon viel cooler. Ich würde mich freuen, wenn das in Burning Crusade cool wird, das M-Plussen. Plätt aus der Range von meinen Totems gezogen. Okay, sorry. Die hauen mir richtig rein, die Mobs. Oh, weil er auch nicht zu wenig gebrüllt hat. Das Gift. Totem steht schon. Die Mobs sind halt auch fortified, ne? So. Also die machen mehr Damage und haben mehr Leben. Ah, nur 10%, das geht noch. Ja, aber das Gift zügelt halt voll rein. Damage an für uns. Alter, der hat da noch mehr gepult. Das wird nix. Das kannst du voll knicken. Trau deinem Heiler. Raus aus dem Wirbel. 3 Sekunden. 3 Sekunden, dann kann ich. Nein, ich bin gestunt. Das ist. Okay, ist ja schön, dass er da helfen will, aber das ist Schwachsinn, sowas zu pullen. Also, einfach da reinzupullen, finde ich. So dick.
Wer hat denn da gepullt? Unser Healer? Ne, ne? Stimmt, der Healer ist das. Nein, der hat sich einfach selbst dann überschätzt und ich hatte keine Cooldowns ab. Also oder dich überschätzt. Den müssen wir auf jeden Fall machen. Dann müssen wir gleich den Healer als erstes wegkloppen. Schaffen wir es in 7 Minuten. Ich denke, den zu holen. Pusht er weg oder was? Hier oben. Hier sind so viele Gruppen an Mobs. Die Mobs, die hier sind mit den Hyänen und so, sind bestimmt 10-15%. Warum soll ich jetzt gegen den Wall tanken? Der hat mich nicht einmal zurückgepusht. Hat er das irgendwo mal aufgeschnappt, dass er denkt, dass er bei irgendeinem Boss machen muss? Plus 1 schaffen wir wenigstens wieder. Was plus 2? Ja, das war ja wie beim letzten. Das, da steht dann plus 1, aber die Key, der Key wird plus 2. Okay, den Boss kann ich nicht wirklich tanken. Der castet einfach alles an. So, noch gucken, dass man rein AOE't. Blackrock Death's Upper City. So die Dreier. Random and Malicious. Mystic Runes, Mystics Orbs. Ah, okay. Aber erstmal Stärke. Gürtel. Ah ja, der Set-Gürtel, den kann ich sogar gebrauchen. Mythic Forge Belt nehmen wir. Was haben wir hier? Strength. Ein Trinket. Hands on. Ich hab den extra, das extra Swing Trinket bekommen. Alter. Let's fucking go. Was hab ich da für eine Brust? Stärke, Stamina, Crit. Auch besser. Let's go. Haben wir hier, zack. Kann ich nicht gebrauchen. Einhand Dagger. Brauche ich auch nicht. Ne, warte mal. Das muss sein, das muss da sein. Stärke. Oder? Bloodmail Leggings. Warte mal, da hatte ich doch auch hier die besseren irgendwo. Da
wieder, ne? War die oder die? Erke Agi Stamina? Erke Stamina. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns auf jeden Fall gleich ganz viel neu enchant, ne? Let's go. Neue Brust. Hit Rating, Stärke. Nicht aber viel Crit Rating. Schreiben wir da drauf, aber. Unten Umhang. Stärke, Stamina. Stärke, dann habe ich 18 AP da drauf. Ja, auch schlechter. Und den kann ich nicht öffnen, weil ich schon einen Key habe. Ja, 4. Ich habe auf jeden Fall 4 neue Items und die muss ich jetzt erstmal enchanten. Also muss ich erstmal aus dem Kuhgebiet hier am Anfang raus.